Die Corona-Krise wird auch zu Silvester noch nicht vorbei sein. Silvesterpartys und Feuerwerke, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen, wird es heuer nicht geben. Denn in Österreich gilt in allen Ortsgebieten ein Feuerwerksverbot, außerhalb sind sie weiterhin erlaubt. Jetzt ist auch schon klar, dass der Silvesterpfad in Wien nicht stattfinden wird. Auch Graz verzichtet auf eine Silvestershow. In Innsbruck wurde das Bergsilvester auf 3 Tage aufgeteilt. Nur Linz plant derzeit noch ein Event. Fix ist jetzt auch schon, dass die Nachtgastronomie, vor allem Großraumdiskotheken, geschlossen bleiben und auch Tanzveranstaltungen wie beispielsweise der Silvesterball in der Wiener Hofburg werden nicht stattfinden. Wer sich nicht an dieses Feuerwerksverbot hält, der muss tief in die Tasche greifen. Bei Verstoß drohen nämlich 3.600 Euro Strafe oder sogar 3 Wochen Haft.